Wir bekommen den Tipp, in der Harztaler Straße bei Udo Weilacher vorbeizuschauen. Er sei hier der Künstler im Ort. Udo Weilacher hat Zeit und führt uns in sein privates Freilichtmuseum, den Pfälzer Wald. Udo bastelt aus Laub, Ästen und Steinen kleine und große Kunstwerke. Es besteht praktisch aus allem, was der Wald gerade abgeworfen hat. Und dann sieht er halt so aus. So, hat er noch so ein schönes Horn oben drauf. Und kostet nichts. Und bleibt so lange stehen, obwohl er so wackelig auf den Beinen steht. Aber das scheint, die Statik scheint dem Wind gewachsen zu sein. Ja. Was sagen Sie, wie lange steht das schon hier? Oh, 3 Jahre. 3 Jahre? Manche Dinge, die stehen hier schon 10 Jahre und noch länger. Das ist also die Situation. Naja. Und okay. Hier haben wir einen ja, Drachen. Der Drache, ja. Ein Drache. Okay, der steht bestimmt noch, der ist schon noch älter hier. Also es kommt nicht darauf an, dass hier großartige Skulpturen entstehen, wie an einem Skulpturenweg von arrivierten Künstlern, sondern es kommt einfach darauf an, dass es, wie soll ich sagen, einfach bleibt und zugänglich, dass jeder, der das sieht, sagen könnte, ach, das könnte ich auch. Mhm. So, und das macht es irgendwie sozialer. Mhm. So. Näher am Menschen oder näher am Kunstkonsumenten, ja, könnte man soziale sagen. Soziale Waldkunst. Ja. Und was oder ist, so. Warum machen Sie das? Was ist der Antrieb dahinter? Es ist das Kind im Mann. Die unendliche Spielfreude, glaube ich. Das endet nie. Also wenn man sich das erhält, dann kann man glücklich alt werden. Udo ist täglich im Wald. Früher hat er als Fernmeldetechniker gearbeitet. Heute schafft der fast 80-Jährige ein Kunstwerk pro Woche. Mittlerweile säumen einige hundert die Waldwege. Auch Gesellschaftskritisches ist dabei. Als die ersten Boote anlandeten bei Lampedusa, die übervollen Boote, und wir uns eigentlich gedrückt haben davor, das wahrzunehmen. Die Italiener waren ziemlich alleine. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, es ist ja schon ein Hammer, was da unten geschieht. Wie die Menschen da alle ihr Leben riskieren. Und auf solchen Booten da das, was vollgepfropft, über das Meer schippern. Was würden Sie sagen, sehen Sie sich selbst als Künstler oder wie würden Sie sich beschreiben oder das, was Sie machen? Wie soll ich das sagen? Es ist ein Schaffen, um die Gedanken zu erweitern. Man kann ja das nun denken und man kann es aufzeichnen und schreiben und zuletzt kann man es auch noch darstellen. Mhm. Und so ist es eigentlich die Darstellung von Gedanken vielleicht. Eine Ausdrucksform. So, ja. Und Spielerei. Ja. Immer wieder. Nur Spiel. Und folgende Anekdote erzählt Udo besonders gern. Dann kommt hier eine Frauengruppe angelaufen aus der Schwäbischen Alb, von der Schwäbischen Alb. Und dann bleiben sie hier stehen und sehen da, ach, da hängen ja Noten. Und dann fing die erste Frau an, schon zu singen. Da, 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 da. Und auf einmal erkannten sie, dass es eine Melodie ergibt. Und dann ging es los. Die Gedanken sind frei. Und diesen ersten Satz, den habe ich da auf die Notenlinie gehängt. Und die konnten alle Strophen, konnten die schon singen. Das war so richtig lustig gewesen. Ne? Also, und Sie waren dabei, Sie haben das beobachtet? Ja, ja, so ähnlich sieht es aus da. Ne? Haben Sie dann mit eingestimmt? Ja, ja, wir haben zusammen gesungen. Ja. Super. Das war schon lustig. Und so gibt es halt immer wieder so kleine lustige Ereignisse da im Wald. Und lustige Begegnungen. Ja, ja. Ja. Freudige. Freudige, ja. Kommt mal wieder neu.